Was hat's mit den Zahlen auf sich? Das hebräische Alphabet besteht aus 22 Zeichen. Die 22, das sei hier jetzt einfach in den Raum gestellt, hat einen engen Bezug zum Konzept des Exils, der Verbannung in diese tiefste, festeste aller Welten. Kleine Beispiele aus der Heiligen Schrift sind dann die 22 Jahre, die Josef zum Beispiel in Ägypten verbringt. Die Zahlenwerte dieser 22 Zeichen gliedern sich in drei Teile. Die ersten neun, sagen wir mal, sind die einstelligen, die einzelnen Ziffern 1 bis 9. Dann kommt der Übergang des 10. Zeichens, was also schon zwei Ziffern sind, aber eben noch nicht ganz die neue Zehnerreihe anfängt, sondern erst die erste Zehnerreihe abschließt. Dann kommen eben die Zeichen, das 11. Zeichen mit dem Zahlenwert 20 bis zum 19. Zeichen mit dem Zahlenwert 90, mit dem Zahlenwert 100. Wobei hier wieder der Übergang zu beachten ist, also eigentlich schon das 18. Zeichen mit dem Zahlenwert 90. Das ist die Zadel, schließt gewissermaßen diese zweite, die Zehnerreihe, also ab, die zweiziffrigen Zahlenwerte. Dann der Übergang, das 19. Zeichen, die 100, die Kuf, führt eben dann in diese dreiziffrigen Zeichen. Und diese sind dann nur noch vier, nämlich die 100, die 200, die 300 und die 400. Dann geht es nicht mehr weiter mit der 22. Mit dem 22. Zeichen, Zahlenwert 400, die Taf oder Tau, ist Ende in dieser Welt des Exils. Das heißt natürlich nicht, dass es nichts darüber hinaus gibt, aber was in Sprache sich ausdrücken kann und im Besonderen in diesem Knochengerüst der Sprache, in den Konsonanten, die eben die einzige wirkliche Schrift bilden, die aufgeschrieben werden kann, da ist die 400 das Ende. Deswegen auch diese Symbolik der 400 als das völlig Ausgeschöpfte hier in dieser Welt. Die 400 Jahre Knechtschaft ist eben einfach die Knechtschaft in dieser Welt, für immer in dieser Welt gibt es nicht den Ausweg aus dieser Knechtschaft. Diese Erlösung daraus findet eben nur aus dieser Welt hinaus statt. Und genauso vielleicht noch an dieser Stelle schon den Bezug herstellen, dass die 400 in den alten, eher piktografischen Zeichen, also in der eher piktografischen Zeichenschrift, einer Vorstufe der sogenannten modernen hebräischen Schrift, auch wenn dieses Wort nicht ganz korrekt ist, sind eigentlich die aramäischen Zeichen, die babylonischen. Diese ursprüngliche Form des Taf, des Tau, war ein Kreuz. Ein liegendes Kreuz allerdings, also sowas wie ein X. Es bedeutet unter anderem auch sowas wie Bündnis, Bund, aber auch einfach nur Zeichen. Also das Zeichen für die 400, das letzte Zeichen der 22, bedeutet auch Zeichen in einer seiner vielen Bedeutungen. Und die Form als Kreuz, wenn auch liegend, findet man dann eben auch wieder bei Christus, der eben sich an dieses Kreuz der 400 begibt, also bis ins Tiefste dieser Welt hinabsteigt, als die göttliche Seele in der Menschheit und dort stirbt, mit uns allen mitgeht, bis eben in die allertiefste Tiefe sich hingibt, aufzugehen in der grenzenlosen Vielheit, eben auch ein Körper, der hier im Physischen stirbt, sich in seinen unzähligen Bestandteile auflöst und diese Bestandteile in die mannigfaltige Vielheit der Umwelt sich hingibt und darin aufgeht. Nun haben wir kurz zu 400 was gesagt, zu diesem letzten Zeichen. Und es ist die Rede davon, dass es eigentlich noch ein 23. Zeichen geben muss. In gewisser Sichtweise ist es gleichzeitig auch ein Zeichen vor dem ersten Zeichen. Also, man könnte vielleicht sagen, da schließt sich dann der Kreis vom Anfang und vom Ende, vom Aleph und vom Taf.
So heißen dieser erste und der letzte Buchstabe auf Hebräisch. Im Griechischen entspricht dem dann sozusagen das Alpha und das Omega, von dem ja dann auch Christus in der Offenbarung spricht, dass er dieses Alpha und das Omega ist, das Aleph und das Taf. Zu dieser Buchstabenkombination könnte man auch noch sehr viel sagen, so Gott will, eines anderen Tages. Es sei aber auch verwiesen auf diverse Schriften, zum Beispiel von Axel Nitschke, sein Andenken zum Segen, oder natürlich Friedrich Weinreb, auf dessen sehr breitem Vortragswirken sowieso ein Großteil von all dem hier basiert, was ich an jüdischer Überlieferung empfangen durfte und hiermit versuche weiterzugeben. Nun, dieses geheime Zeichen, verborgene Zeichen, das also nicht im Alphabet vorhanden ist, was nur erahnt wird sozusagen von der Menschheit. Da gibt es dann so Geschichten zu, wie Mose hätte dieses Zeichen aussprechen können, und Mose steht ja auch immer sinnbildlich für die Tora, die ihm sozusagen gegeben wurde, die er uns vermittelt hat. Er war dann schwer von Zunge geworden, aufgrund einer Episode, die sich noch am Königshof des Pharaos abgespielt hat, wodurch er sich die Lippen verbrannt hat. Die Geschichte erzählen andere Menschen sehr viel schöner als ich, deswegen lasse ich es vielleicht an dieser Stelle. Jedenfalls seine verbrannten Lippen, seine verbrannte Zunge, dadurch schwer gewordene Zunge, hat zur Folge, dass er eben uns nicht mehr die Tora mitsamt dem 23. Zeichen übermitteln kann und wir auf diese 22 Zeichen des Exils beschränkt bleiben. Also das Wort, was uns als Menschen hier in dieser Welt erreicht, ist gewissermaßen zwangsläufig verstümmelt, beschränkt auf diese Welt. Trotzdem beschreibt die Tora mit Hilfe dieser 22 Zeichen dieser Welt das Ewige so vollkommen als nur möglich. Diese Zeichen sind natürlich immer noch nur sozusagen ein Hüllwerk, eine Hülle für den geistigen Gehalt der Tora, die etwas Ewiges ist, eben das Wort Gottes. Hier sei vielleicht dann auf den Prolog des Johannesevangeliums verwiesen, dieser enge Bezug vom Wort Gottes zum Gott selbst, dessen Wesensidentität auf einer gewissen Ebene. Aber wir wollen hier nicht zu theologisch abdriften, sondern in der mythischen Sprache der alten Überlieferung uns jetzt ein bisschen diesem Alphabet und den Zahlen nähern. Friedrich Weinreb spricht ja immer sozusagen einleitend davon, wenn jemand fragt, was hat es denn jetzt mit den Zahlen auf sich? Warum haben Zahlen was mit den Buchstaben, mit den Zeichen, mit der Sprache zu tun? Das eine ist doch was völlig Abstraktes, das andere was ganz Konkretes. Dann wird darauf hingewiesen, erzählen hat schon die Zahl in sich. Und das nicht nur in der deutschen Sprache, auch im Hebräischen. Die verschiedenen Wörter, die mit den Buchstaben Samech, Pe, Resh, also auch das Wort Ziffer, leiten manche heutige Etymologen aus diesem Wort ab. Jedenfalls sowohl das Wort für Zahl, Sphira oder Ziffer, auch Sphäre könnte man daher herleiten, als auch das Wort für erzählen, also Saper zum Beispiel. All das hängt auch im Hebräischen zusammen. Und übrigens auch im Englischen mit Recount erzählen und Count zählen. Im Französischen wohl auch, so gut ist mein Französisch nicht. Und im Holländischen, dessen Weinreb ja quasi als nahezu Muttersprache sehr mächtig war, soll es wohl auch ähnlich sein. Ich glaube, da ist das Wort für Sprache Tal, und da hört man schon das deutsche Wort Zahl. Jedenfalls, Zahlen und Erzählen kommen aus derselben Wurzel. Also kann man sich schon mal fragen, was sind diese Zahlen, mit denen wir erzählen? Das 23. Zeichen, das gleichzeitig das vor dem ersten Zeichen verborgene ist, wird auch mit dem Lamm Gottes assoziiert. Als Zeichen vor dem ersten, vor der Aleph oder dem Aleph, mit dem Zahlenwert 1, könnte man sowas sagen, wie es hat den Zahlenwert 0. Es ist noch das Nichts,
Aber nicht das Nichts im Sinne einer Nichtigkeit, einer Leere, sondern das Nichts im Sinne der noch undifferenzierten Fülle, auf dem dann alles aufbauen wird, auf dem alles aufbaut. Und so sagt man dann ja auch, dass gerade das Lamm Gottes, und zwar das geschlachtete Lamm Gottes, dasjenige ist, auf dem die ganze Welt basiert. Das Fundament der Welt ist eben dieses geschlachtete Lamm Gottes, das sich hinopfernde, völlig unschuldige Wesenselement Gottes, wenn wir mal dieses lächerlich abstrakte Wort nehmen dürfen, dass das Opfer auf sich nimmt, aufzugehen, hinzugehen, eben zu sterben in dem Bild, was unser menschliches Leben kennt, um überhaupt eine Schöpfung zu ermöglichen. Und dieses nullte Zeichen, so nennen wir es mal, ist dann eben auch das, was am Ende wieder das 23. wäre, am Ende der Reihe der 22 Zeichen, die hier im Exil manifest sind. Und so wie das 22. Zeichen, das den Zahlenwert 400 trägt, wäre dann das 23. der Zahlenwert 500. Die 500 also als dasjenige, was hier nicht mehr erreicht wird. Die 500 wird dann auch angegeben in den alten Überlieferungen als zum Beispiel die Zahl des Umfanges vom Baum des Lebens, aber auch die Entfernung des Himmels von der Erde. Also sollte natürlich klar sein, dass da jetzt keine physische Entfernung mit gemeint ist. Auch beim Baum des Lebens sollte man nicht irgendeinen konkreten Baum suchen, der genau diesen Umfang hat. Demgegenüber ist die 400 das Maß des Landes Gottes auf Erden, also des heiligen Landes, des gelobten Landes, des Eretz Israel, im geistigen Sinne bitte zu verstehen. Das wird dann als 400 mal 400 von diesem Parser angegeben. Die 500 also ist das, was die 400 durchbricht, diese Welt durchbricht, transzendiert, wenn wir dieses schöne Wort benutzen dürfen. Und das eben ist nicht mehr möglich innerhalb der Welt dieser 22 Zeichen, in der Verbannung, in der wir uns hier befinden, sondern es ist der Durchbruch, wo dann das Lamm vom Ursprung, das schon vor allem ist, eben auch den Abschluss bildet und so Alpha und Omega, Aleph und Taf ist, dadurch aber den Kreis schließt und sowohl vorher als auch nachher besteht. Nun haben diese drei Gruppen, in die die 22 Zeichen eingeteilt werden, nämlich die Einer, die Zehner und die Hunderter, einen Bezug zum Ursprung, die Einer, sozusagen die Vergangenheit, zur Jetztzeit, zur Gegenwart, die Zehner und dann die Hunderter als die Zukunft, das Kommende, auch das Erhoffte und Ersehnte. Es gibt viele Schriften und viele Vorträge von insbesondere Friedrich Weinreb, die sehr viel ausführlicher und schöner, als das hier jetzt gegeben werden kann, die einzelnen Zeichen in ihren vielen, vielen Nuancen durchgehen. Leider fallen mir jetzt die Titel der Bücher nicht ein, aber es gibt ein relativ dünnes Büchlein, vielleicht so etwas wie die Buchstaben des Lebens oder Zeichen des Lebens, der Titel. Da wird quasi eine Art Rahmenhandlung erzählt, eine Geschichte von Weisen, die sich unterhalten. Und bei jedem Buchstaben, bei jedem Zeichen, über das gesprochen wird, meldet sich einer zu Wort, dessen Name mit diesem Zeichen anfängt. Und da ergibt sich wirklich eine sehr schöne Erzählung mit den Zahlen vom Anfang bis zum Ende, von dem sich immer weiter entfaltenden Prinzip des Ewigen, das sich eben vermittels dieses Herabsteigen ins Exil, in die Verbannung, in der Zeitlichkeit offenbart und von uns Menschen erlebt werden darf. Es beginnt also mit der Aleph, dem Zeichen für die Eins, für die Einheit. Das ursprüngliche Symbol dafür deutet so in Richtung ein Stierkopf hin, so zumindest wird auch das Wort Aleph, also als Wort verstanden, gelegentlich übersetzt. Allerdings gibt es auch Wörter wie Aluf, der Fürst,
oder auch ein Haufen, also im Sinne einer zum Beispiel militärischen Kompanieeinheit oder wie man das nennen möchte. Das Wort für 1000, Elef, wird genauso geschrieben. Also eine Menge steckt sozusagen in diesem Begriff auch drin. Aber eben auch das Haupt und die Fürsten, das Hervorstechen, das Oberhaupt. Und es ist eben als Kopf eines Stieres, Haupt eines Stieres, auch mit dem Sternzeichen des Stiers, das Schor im Hebräischen verknüpft, dem zweiten Zeichen des Tierkreises, wie auch der abendländischen Welt bekannt ist. Das Abschweifen jetzt in diese Welt der Tierkreiszeichen, die auch natürlich einen engen Bezug zu diesen Zeichen des Alephabets, des Alphabets haben, versuche ich jetzt zu vermeiden, aber gelegentlich muss darauf kurz hingewiesen werden. An dieser Stelle zum Beispiel, obwohl mit dem Zeichen der 1, der Aleph, diese Reihe der 22 beginnt und eben auch die Welt als geschaffen im Sternzeichen oder Tierkreiszeichen des Stieres erzählt wird, allerdings auch nicht am Anfang, sondern schon als das ein bisschen sozusagen fortgeschritten ist. Ein Teil des Stiers bleibt sozusagen vorweltlich, verborgen in der transzendenten Vorzeit gewissermaßen. Da wird auch gesagt, das ist das Hinterteil des Stiers, wo also die Fortpflanzungsorgane, wo die Zeugungskraft dieses Stiers sitzt. Dieser Teil erscheint nicht hier in der Welt, sondern das ist noch vor der Welt. Daraus schöpft sich sozusagen diese Urkraft, dass überhaupt eine Schöpfung hier erscheinen kann. Aber nichtsdestotrotz wird eben gesagt, das Lamm, das ist dann der Widder in den Tierkreiszeichen, das ist eben das eigentlich erste Tierkreiszeichen. In der Reihenfolge der großen Weltzeitalter folgt es zwar, weil es dann astronomisch wird es dann heute als die Verschiebung durch die sogenannte Präzession erklärt. Da ist es nicht wie im Jahresrund, dass der Stier dann dass der Widder, dann der Stier, dann die Zwillinge und so weiter kommen, sondern da ist es dann genau umgekehrt. Da folgt auf den Stier eben das Lamm oder der Widder. Darauf folgt dann das Zeitalter der Fische und darauf das Zeitalter des Wassermanns in der westlichen Ausdrucksweise. Ist eben das Lamm, das wiederum, wie schon hingewiesen darauf, das, worauf überhaupt alles basiert. Und da kommt dann auch die sprachliche Ebene dieser hebräischen Zeichen zur Geltung. Bei der Aleph sagt man, das ist zwar ein Konsonant, aber eigentlich ein stummer Konsonant. Man kann zwar sprachwissenschaftlich sagen, das ist sozusagen ein Glottalstopp, ein Verschlusslaut, das, was in der deutschen Aussprache eigentlich vor jedem Anfangsvokal kommt. Also wir sagen Apfel, da ist so ein am Anfang, während ein Franzose kennt es so von seiner Muttersprache her nicht in der Form. Der ist dann geneigt, zumindest in der Verbindung mit dem Artikel davor, ein Apfel. Wir sagen eben als deutsche Muttersprache ein Apfel. Ein Franzose sagt tendenziell ein Apfel. Er hat nicht dieses dazwischen, was nochmal vor dem A sozusagen unsichtbar in der Schrift nicht verzeichnet auftaucht. Und dieses ist eigentlich das Aleph, aber in vielen Dialekten des Hebräischen, auch heutzutage, aber vermutlich schon immer und vor allem eben im Prinzip, und darum geht es ja eigentlich, ist dieses Aleph eben eine Art stummer Konsonant, der nur mit Hilfe der Vokale, die ihm dann sozusagen den Klang, die Farbe geben, überhaupt in wirkliche Erscheinung treten kann. Also das Haupt des Stieres, mit dem alles hier in der Welt des Exils beginnt, in dieser harten physischen Realität, das ist quasi stumm. Das ist nur ein ganz leichter Hauch. Und davor, das Lamm, das ist gänzlich stumm. Das ist so stumm, dass man nicht mal mehr dieses Grundgerüst als eines geschriebenen Zeichens angeben kann. Das kennen wir einfach nicht in dieser Welt. Das Bett jedenfalls, Beit ist auch das Haus, Bat ist die Tochter und als Zahlenwert eben die 2 und da ist ja noch direkt der Bezug zur Welt, zur Schöpfung als der 2 gegenüber der 1. Die 1 als das göttliche, himmlische, noch ungespaltene und dann
die zwei, die die Welt ist. Die ganze Bibel fängt an mit diesem Buchstaben Bet Bereshit. Und die tieferen Thematiken zu diesem ersten Vers der Bibel gehören sicherlich nicht in so einen eventuell für die Öffentlichkeit bestimmten Vortrag. Das sind Themen, die dann traditionsgemäß eigentlich nur in einem Zwiegespräch vorsichtig angenähert werden können. Warum, weiß ich nicht einmal. Ich vertraue einfach darauf, dass es so angemessen ist. Und diese Bet, das Haus der Welt, die Tochter auch, das Weibliche, dazu werden wir noch kommen, auch immer tendenziell das Weltliche, wie das Männliche, das Himmlische, das Geistige repräsentiert. Aber in dieser 1 und der 2, Aleph von Bet, noch sehr viel abstrakter. In der 3 und der 4 taucht es dann in gewissem Sinne wieder auf, als etwas näher dem Menschen. Also die 3, Dreiheit ist dann schon wirklich das Männliche, auch im menschlicheren Sinne, und die Vierheit, das Weibliche. Aber in der 1 und der 2 ist das schon vorangelegt. Überhaupt in der 2 steckt ja schon die 4 drin, in dem die sogenannte Erfüllung der 2, die 2 mit sich selbst multipliziert, die 2 mal 2 die 4 ist. Und insofern ist die Welt der Zweiheit wiederum in der 4 erfüllt. Und um nun gleich auch noch den Bogen zu schlagen zu 4, die dann wiederum zur 10 führt, und die 10 eben die Vollendung der Zehnerreihe, die Vollendung des Ersten, des Ursprungs und den Übergang in die Gegenwart, ins Jetzt verkörpert, eben das Erklimmen einer neuen Ebene sozusagen. Und hier haben wir dann auch das, worauf angeblich zumindest sein Pythagoras schon hingewiesen hat, dass eben in der 4 alle Zahlen enthalten seien. Denn die 4, wenn sie entfaltet wird, wie das dann manch einer nennt, nämlich 4 plus 3 plus 2 plus 1, ergibt die 10. So ist eben in dieser Vierheit der Welt die Vierheit eben als die Erfüllung der Welt der Zweiheit, der Dualität, in der wir leben, aufgefasst. In der Erfüllung, nein, Entschuldigung, in der Entfaltung dieser Erfüllung der Zweiheit haben wir schon die 10. Und so ist eben in der Zweiheit schon der Weg zur neuen Ebene enthalten. Aber die Reise fängt bei der Zweiheit natürlich gerade erst an. Zum dritten Zeichen der Gimel. Die Gimel, das Gimel, ist verwandt mit so Worten wie dem Kamel, Gamal, also im Arabischen glaube ich immer noch Jamal, aber auch das Gomel ist das Spenden, also das Geben oder Gemul, auch das Vergelten, das Heimzahlen im Guten wie im Schlechten oder im Guten wie im Bösen, im Angenehmen wie im Unangenehmen, auch das Entwöhnen, also wenn ein säugendes Tier oder eben ein Kind, was von der Mutter gestillt wird, entwöhnt wird, auch dieses Wort ist von derselben Wurzel abgeleitet. Zahlenwert des Gimel ist natürlich die 3 als der dritte, als das dritte Zeichen. Und das Kamel, wird dann auch gesagt, ist eben das Tier, auf dem wir durch die Wüste getragen werden. Die Wüste, auch ein sehr wichtiges Konzept, sozusagen repräsentiert den siebten Tag, den vollendenden Tag der 7 Tage der Schöpfung. In gewissem Sinne ist das unsere ganze Welt hier aus Zeit und Raum. Die Welt, die eigentlich der Sabbat ist, an dem Gott den sechsten Tag gesehen hat und alles sehr gut findet und diesen siebten Tag deswegen heiligt und an ihm ruht. Das ist unsere Welt, so sehr wir auch geneigt sind zu sagen, hier ist eben nicht alles sehr gut, aber aus Gottes Sicht ist dem dennoch so. Und dieser siebte Tag eben in der Wüstenzeit auch im biblischen Narrativ repräsentiert. Da haben wir dann Ägypten als das Haus der Knechtschaft, was noch der sechste Tag ist, wo eben auch die Geschichte im Paradies spielt, der Fall, die Schöpfung des Menschen, aber dann auch der Fall des Menschen, die Verführung durch die Schlange, diese ganzen Bilder
spiegeln sich dann auf einer irdischeren Ebene eben in der Gefangenschaft in Ägypten wieder. Das würde natürlich jetzt auch zu weit führen, die Parallelen aufzuzeigen. Jedenfalls Ägypten hat etwas mit diesem sechsten Tag zu tun und mit der Sechsheit überhaupt. Also ja, zum Beispiel die Pferde sind in Ägypten sehr wichtig. Dieses Wort wird geschrieben mit den Buchstaben 60, 6, 60. Also Samech, Waf, Samech, Sus ist das Pferd. Und ja, es gibt noch viele andere Bezüge zur Sechsheit. Auch sind es ja dann ungefähr 600.000 Männer, die mitsamt Frauen und Kindern aus Ägypten herausziehen. Also nach diesem sechsten Tag, der in Ägypten repräsentiert ist, folgt eben unsere Welt, der siebte Tag, der als den Übergang in den achten Tag aufzufassen ist und zu erleben ist. Der achte Tag ist dann das Erreichen des gelobten Landes. Das wird nicht mehr unter Mosche geschehen, unter Mose, sondern das macht erst Jehoshua, Josua in vielen Übersetzungen, was aber genau derselbe Name wie Jesus im Neuen Testament ist, im Ursprung. Jehoshua, Gottes Beistand, der Beistand des Ewigen, die Hilfe des Ewigen, das Heil Gottes. Das ist es erst, sozusagen die wirkliche Gnade des Himmels, die dann diesen letzten Sprung schafft aus dieser Welt des siebten Tages, aus dieser Wüstenwelt, in der wir leben, hinüberzuleiten bis ins gelobte Land, in den achten Tag. Wir befinden uns aber hier in dieser Welt des siebten Tages, wo Mose uns führt. Und Mose ist eben das sogenannte Gesetz, in Wirklichkeit eigentlich einfach die Weisung, wie die Weisung eines liebenden Vaters, die Tora, die heilige Tora, die Lehre, die uns geschenkt ist. Und an diesem siebten Tag befinden wir uns also symbolisch in der Wüste, durch die uns das Kamel, dieses dritte Zeichen trägt. Die Wüste, auf Hebräisch Midbar, Mem Dalet Bet Resh geschrieben. Und dieses Dalet Bet Resh als Wurzel, Davar, ist gleichzeitig auch das Wort, die Sache, auch der Sachverhalt, das Ding. Und eben das Sprechen wird davon abgeleitet, sodass man sagen kann, Midbar, Wüste, ist genau gleich geschrieben wie Medaber. Das ist dann eine so Partizipform des Wortes für Sprechen, Daber. Und man könnte etwas interpretierend, aber nicht überhaupt nicht irgendwie weit hergeholt sagen, dass Midbar und Medaber die Wüste und das Gespräch sind zwei Seiten derselben Sache. Die Wüste als etwas sehr Konkretes, vor allem das Erfahren dieser Wüstenwanderung, als das große, unendliche Gespräch zwischen dem Volk Israel und Gottes. Denn die ganze Zeit ist ja in diesem biblischen Geschehen Israel, insbesondere vermittelt durch ihren Führer Mose und die damit zu tun habenden, zum Beispiel Aaron, sein Bruder, ist der Hohepriester und dessen Söhne und die Leviten und so weiter. Es gibt ja eine gewisse Ordnung im Volk Israel. Und über verschiedene Instanzen, aber mit Mose als sozusagen dem menschlichen obersten Vermittler ist eben ein Gespräch zwischen Gott und dem Volk Israel vorhanden. Und Israel steht der Überlieferung gemäß nicht so sehr für irgendein physisches Volk, was sich von vermeintlichen Abkömmlingen dieses historischen Volkes ableitet, sondern Israel ist das geistig-seelische im Menschen und zwar in jedem Menschen. Und zwischen diesem geistig-seelischen in jedem Menschen und dem Ewigen vermittelt eben Mose. Und Mose ist die schriftliche Tora, insbesondere die schriftliche. Alle Überlieferungen, also die sogenannte mündliche Tora, die mündliche Lehre, die mündliche Weisung, ist die andere Seite. Auch die ist an Mose erteilt worden. Ein berühmter Vers, der Anfang von einem Mishnah-Traktat, also einem Teil des Kerns des Talmud der Juden sozusagen, das Pirkei Avot, wen es interessiert, beginnt mit Moshe kibel Torah mi Sinai und Sarah li Hoshia vi Hoshia li Zikenim und Zikenim di Nevim und Nevim Sarah li Anshei Knesset HaGdolah. Und es geht natürlich noch weiter, das ist so der erste Teil des ersten Verses, das heißt so viel wie Mose empfängt die Tora vom Sinai. Und
Er gibt sie weiter an Jehoshua, Jehoshua gibt sie weiter an die Ältesten geben sie weiter an die Propheten und die Propheten geben sie weiter an die Männer der großen Versammlung. Und das ist dann das, worauf sich letztlich alle Überlieferung beruft. Mindestens dem Prinzip nach wird immer versucht, eine ununterbrochene Reihe anzugeben, woher man etwas hat. Das ist natürlich nicht immer hundertprozentig möglich in der hier harten Realität, aber der Versuch sei immer getan. Und ich kann mich hier nur sehr grob auf die wenigen deutschsprachigen Quellen berufen, wie eben unter anderem Friedrich Weinreb, Dieter Mionske sei noch genannt, Axel Nitschke, besser vielleicht bekannt als Alfred Liebezahl, wenn überhaupt, Leute wie der sich Arier nennende Friedhelm Wessel und dann noch ein Blog, Colloquium Villa Longo heißt es, glaube ich. Aber viel gibt es da nicht. Dann gibt es noch ein paar jüdische Quellen, die mir in meiner deutschen Muttersprache zugänglich sind. Das sind vor allem die heutigen noch vorhandenen chassidischen Dynastien genannt, insbesondere die Chabad und die Breslev Chassidut. Die Breslevs durch zum Beispiel den Rabbi David Kraus repräsentiert und die Chabad im deutschsprachigen Raum vor allem von Shlomo Raskin, der auch hier in Frankfurt, meiner mehr oder weniger schönen Heimatstadt, lehrt. Aber mehr kann ich so als einzelner Mensch jetzt nicht wirklich angeben. Das meiste kommt eben aus den Schriften und den Vorträgen besagter paar Menschen. Und die wiederum berufen sich auf die weit gefächerten Schriften des Judentums, der Überlieferung. Aber am Ende basiert alles auf der schriftlichen Tora und dem, was eben seit jeher sozusagen aus den Menschenseelen emporsteigt, um all dieses Ewige, was in der schriftlichen Tora, also in der Bibel, uns gegeben ist, auch auf den menschlichen Alltag, auf das menschliche Leben hier in dieser zeitlichen Welt zu beziehen. Eigentlich ist das der Sinn aller mündlichen Überlieferung, das Heilige, das Ewige, was nicht so ohne weiteres einfach eins zu eins übersetzbar ist in unsere Welt und unsere Zeitlichkeit, das immer wieder, immer in jeder neuen Zeit, in jedem neuen Zeitalter, in jeder neuen Lebenssituation auch neu zu beleben, sich davon befruchten zu lassen, um dann hier die Früchte zu zeitigen, zu gebären und eben auch zu hegen und zu pflegen. Und im Grunde ist eben das, was ich hier in doch sehr bescheidenem Maße nur tun kann, was andere viel besser können und auch zum Glück, Gott sei aller Dank, schon gemacht haben. Was ich hier tue, ist nichts anderes als der Versuch, ein bisschen dieses Ewige auch auf unsere heutige Zeit, zumindest so wie sie sich mir derzeit darstellt, zu übertragen und weiter verfügbar zu halten. Zurück zu den Zeichen des hebräischen Alphabets. Die drei Gimel führt dann über zu Dalet, zu 4. Diese Dalet ist einerseits ein Tor, also auch Dalatot sind die Tore, die Pforten. Im Ursprung scheint es eher der Eingang eines Zeltes zu sein, also die Öffnung eines Zeltes. Und jetzt kann man natürlich wieder historisch kritisch sagen, ja, diese Zeichen sind halt aus einem Nomaden-Lebensalltag entsprungen. Mag alles sein, wenn man es eben so historisch betrachtet, ändert nichts daran, dass das Ewige darin sich ausdrückt. Und mit diesem Tor haben wir eben auch die Vierheit, was das Weibliche ist, was das weibliche Prinzip hier in dieser Welt verkörpert. Die Begegnung besteht eben darin, dass ein Tor verbindet das Drinnen und das Draußen oder zwei verschiedene Örtlichkeiten. Aber das Tor im Sinne Dalet ist eben zunächst einmal einfach der Zahlenwert 4. Das leitet dann über zur He. Nach dem Tor, dem Zelteingang, kommt das Fenster. Die He wird dann auch als das Fenster gedeutet. Ja, die Waff, das Waff, der sechste
Buchstabe, das sechste Zeichen. Ist vielleicht an dieser Stelle wert, ein bisschen näher eingeführt zu werden. Die sechs, schon gesagt, ist mit Ägypten, dem sechsten Tag natürlich, assoziiert, also mit der Schaffung des Menschen, mit dem Menschen überhaupt, aber auch mit dem Fall des Menschen, mit der damit einhergehenden typischen Bewusstheit des Menschen, im Sinne der auch der Selbstbewusstheit, der individuellen, sich als ein Selbstempfinden, Bewusstheit, die also sozusagen den Menschen vom Tier unterscheidet, nach allen unseren Wahrnehmungen jedenfalls. Diese sechs, dieses Waff, dem Wort nach bedeutet es einfach Nagel, Haken, Verbindungshaken, und auch das Wort und ist einfach nur ein Waff in der hebräischen Bibel. Es ist der häufigste Buchstabe in der gesamten Heiligen Schrift, im sogenannten Alten Testament, im Original. Das Wort und dürfte entsprechend auch so ziemlich das häufigste Wort sein, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Wenn man es denn immer mit und übersetzt, das klingt oft dann nicht so schön, weil wirklich sehr, sehr viele Sätze im Hebräischen mit diesem Waff anfangen. Dieses Waff steht nie alleine, sondern immer vor, also direkt als erster Buchstabe eines Wortes. So eine Art Präfix könnte man es grammatisch nennen, aber es ist eben das, was dann dem und in den meisten Sprachen entspricht. Also auch das und ist ja etwas, was zwei Dinge verbindet oder mehr Dinge verbindet. Da wird dann zum Beispiel auch gesagt, das und, dieser Haken, dieses Verbindungsglied ist eben der Mensch. Der Mensch ist das und in dem Wort oder in dem Begriff Himmel und Erde. Shomaim wa'aretz. Shamaim wa'aretz. Je nachdem, welchen Dialekt man bevorzugt. Da ist dieses Wa, dieses Waf, dieses Und in Shomaim wa'aretz, das ist der Mensch. Der Mensch verbindet Himmel und Erde. Gewissermaßen Feuer und Wasser, männlich und weiblich. Der Urmensch im ersten Schöpfungsbericht, ja auch Zachar und Kavah, männlich und weiblich genannt. Und erst danach ist dann vom Menschen im Plural wirklich die Rede. Zunächst einmal ist es der Mensch, der männlich-weiblich ist. Und dieser männlich-weibliche Mensch ist es dann auch, der im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, der natürlich eigentlich dann der Überlieferung nach nur eine andere Perspektive auf den ersten Schöpfungsbericht ist, nicht irgendwie eine Alternativerzählung, sondern eine andere Sichtweise auf ein bestimmtes Detail, eben speziell auf die irdisch-menschliche Seite der Schöpfung, wodurch dann auch manche umgedrehte Reihenfolge und ähnliches erklärt wird. Dieser männlich-weibliche Urmensch, der dann eben Adam heißt, wird erst im zweiten Schöpfungsbericht auseinandergerissen in Mann und Frau in diesem Sinne. Mann und Frau als Ich und Isha auf Hebräisch wird im ersten Schöpfungsbericht noch nicht so genannt. Das kommt eben erst in diesem zweiten, wo eben aus der vermeintlichen Rippe die Frau geformt wird, wobei das Wort Zelah, was dort steht, vom Wort für Schatten abgeleitet werden könnte, Zell, aber in der Grundbedeutung erst einmal einfach Seite bedeutet. Also die Seite, die eine Seite von den beiden Seiten dieses männlich-weiblichen Wesens, was Adam, der ganze Mensch ist, das wird ihm entrissen, während er in diesem tiefen Schlaf ist, in diesem Hinabgestiegensein, wie man das Wort auch übersetzen könnte. Das wird ihm entrissen und gegenübergestellt, dass diese Hilfe ihm gegenüber, Azer Kanegdo, an anderer Stelle kann dazu etwas gesagt werden. Jedenfalls ist die weibliche Seite des Menschen nicht irgendwie etwas Minderwertiges aus einem kleinen Teil wie einer Rippe geschaffenes. Das mag dann, weil es eben die Übersetzungstradition so geformt und geprägt hat, schon wieder irgendwo eine historische Bedeutung haben, die nicht nichts ist. Es hat eben auch seine Gründe, warum über Jahrhunderte hinweg Frauen sich vielleicht des Öfteren zu Recht als minderwertig
betrachtet empfunden haben, sagen wir mal, und unterdrückt wurden vom Männlichen wegen solchen Übersetzungstraditionen. Das ist eben der Weg, den der Mensch, die Menschheit, die Kultur gewählt hat, zumindest zeitweise und an manchen Orten, vielleicht nicht an allen und nicht zu allen Zeiten. Und insofern ist auch so eine Übersetzung dieses Wortes als Rippe und davon abgeleitet dann die Sichtweise, dass eben die Frau irgendwie nachrangig wäre, ja, nicht komplett von der Hand zu weisen. Aber im Urtext, in der wirklich heiligen Schrift, die noch ohne irgendwelche Übersetzungen und eindeutige Interpretationen uns gegeben ist, da steckt das so erst einmal nicht drin. Das ist eine von unzähligen Möglichkeiten, für die wir uns eben kollektiv entschieden haben. Ja, und die Konsequenzen muss jeder Einzelne in der einen oder anderen Form jetzt tragen. Und das tun wir, ob wir es wollen oder nicht. Aber im Ursprung, im Ewigen, im Heiligen ist einfach der ganze Mensch, die Einheit aus männlich-weiblich. Und männlich-weiblich, Zecher und Nikbah kann man es auch aussprechen. Dann heißt es Erinnerung und Umhüllung, innerlich und äußerlich, Geheimnis und Verbergendes, Schützendes auch, Bewahrendes, Hülle, aber nicht Hülle im Sinne von irgendwie wertlose Schale, äußerliches, Nichtiges, sondern Bewahrendes, Schützendes, Tragendes, Vehikel auch. Unser gesamter Körper als fleischliche, irdische Menschen ist sozusagen die weibliche Seite für unser männliches Innerliches, für das geistig-seelische in uns. Dieser Mensch also ist die Verbindung von Himmel und Erde. Dieses ist die wirkliche Sechs in ihrer positiven Konnotation, nennen wir es mal. Der Mensch im Ursprung, ja, mitsamt allem, was dann kommt, mitsamt dem Fall, der da schon angelegt und der dort stattfindet, von dem alles ausgeht, was dann folgt. Aber uns ist eben dann auch dieser siebte Tag geschenkt, der von der Sechs überleitet zur Acht. Und diese Acht ist dann auch das, was genannt werden könnte, die Rückverbindung von der Sieben zur Eins, also wieder zur Einheit des Ursprungs. Das ist der achte Tag, das ist die Erlösung, das ist das, was der Gesalbte, der Messias, der Christus verkörpert. Im Erleben des Messias erleben wir diese Erlösung in den achten Tag hinein, in die Acht hinein auch. Und da haben wir auch wieder das Prinzip der 50 und später eben der 500, wie sie schon angesprochen war, in dem nämlich die 7 in ihrer Erfüllung als 7 mal 7 49 ist. Das ist die vollständige Welt des siebten Tages, eben in ihrer Erfüllung völlig ausgeschöpft. Und das dann zu durchbrechen, wie es ja auch zum Beispiel beim Zählen der Tage bis Pfingsten, wie es in der Tora uns empfohlen wird, anzutreffen ist, ist dann der Durchbruch in das Achte hinein. Also durch die Erfüllung der Siebenheit in der 49 zu 50 vorzudringen, ist genau dasselbe wie von der 7 in die 8 vorzudringen. Es ist nur dann jetzt auf der Ebene der Zehner sozusagen. Davor, im Ursprung, in der Ebene der Eine, ist es von der 7 zu 8. Und in der Gegenwart der Zehner, wie es dann in diesen Zeichen von J oder von dem 11. Zeichen der Kaf bis zur 90 zu Zadde repräsentiert ist, das ist dann der Übergang von der 49 in die 50. Oder man könnte auch sagen, wenn wir jetzt nur die 40 und die 50 haben, eben von der 40 in die 50. Die 40, die Mem, vielleicht sollten wir auch gar nicht so eins nach dem anderen nur vorgehen, sondern auch mal hier ein bisschen was gerade assoziativ uns zufliegt. Da haben wir jetzt gerade mal die 40 am Wickel, das ist eben Mem, fast gleich geschrieben, jedenfalls von derselben Wurzel könnte man sagen, ist das Wasser, Maim, Maim, Moim. Und Wasser, das Fließen des Wassers von Flüssen, von Rinnsälen, aber auch der Regen, der vom Himmel uns gespendet wird, mal zum Segen, mal zum Fluch, wie bei der Sintflut, eben auch die Meere als dieses unvorstellbare Reservoir an Wasser, Potenzial, all das steht der Überlieferung nach jedenfalls, und ich denke, das ist auch was instinktiv, intuitiv dem Menschen irgendwie einleuchtendes. Wasser steht für die Zeit, Zeitlichkeit. Im übertragenen Sinn für die gesamte Welt in der Zeit, die Zeitwelt. Das ist die große Welt des Wassers, in der wir hier leben. Also
ein anderes Bild als das Bild der Wüste, was eben scheinbar die Wasserlosigkeit ist, aber eben ein anderer Aspekt dieser Welt des siebten Tages. Die Wüstenzeit ist ja gerade das, was Israel, das geistig-seelische, erlebt. Das ist eben in Verbindung mit dem Trockenen, also mit dem Nicht-Zeitlichen, mit dem Ewigen eben, durch die Vermittlung mit der Tora, mit Mose, der sie anführt. Und die Welt der Völker, die ja dann auch in der Offenbarung, im Neuen Testament zum Beispiel, an einer Stelle mindestens, aber ist sehr breit rezipiert, sage ich mal, dass die vielen Wasser, an denen die Hure Babylon sitzt, für viele Völker und Sprachen und Nationen steht. Und das ist eben die andere Seite des Menschseins. Und das soll man jetzt auch nicht wieder irgendwie auf hier das auserwählte Volk, eine Gruppe von Menschen, da alle Unerlösten beziehen, sondern in jedem Menschen ist beides vorhanden. Die Völker, die Goyim auf Hebräisch, Goy, übrigens genau dasselbe Wort wie Gvi, genau gleich geschrieben. Zwei verschiedene hebräische Wörter in der Aussprache mit der Bedeutung Goy, Volk, Gvi, Körper. Es gibt auch andere Wörter für Körper, aber das ist eins davon. Und so ist eben Goy gerade das Volk in diesem körperlichen Sinne. Es gibt auch noch das Volk An, Ein Mem geschrieben. Das kommt vom Wort Aim, auch Ein Mem geschrieben, was mit, miteinander bedeutet. Am ist also das Volk, was wirklich ein Miteinander, ein Zusammengehörigkeitsgefühl eher auf, sagen wir mal, einer seelisch-geistigen Ebene ausdrückt, während Goy eben sowas wie die verwandtschaftliche Verbundenheit, die körperliche, eher irdische, biologische Zusammengehörigkeit ausdrückt. Israel wird meistens, sehr viel öfter jedenfalls, als Am Israel, als Volk Israel bezeichnet und nicht als Goy Israel. Trotzdem auch von Abraham wird zum Beispiel bei der Verheißung, dass er ein großes Volk werden wird, gesagt, dass er ein großes Goy werden wird. Also es ist nicht so, dass irgendwie das eine Am das gute Volk ist und Goy das böse Volk. Es sind einfach zwei unterschiedliche Aspekte des Volksbegriffes. Und nun, diese Unterscheidung zwischen der Wasserwelt und der Wüstenwelt, die die zwei Seiten des siebten Tages, also unserer Zeitwelt, ausdrücken, ist eben, dass die Wasserwelt die Welt der Zeit ist, wie sie das Körperliche erlebt. Die Wüstenwelt sind ja auch 40 Jahre, darf man nicht vergessen. Also taucht da auch wieder die 40, die Mem, das Moim, das Wasser auf. Das ist auch die Zeit, es ist immer noch die Welt des siebten Tages, nur eben erlebt als das geistig-seelische, als Israel. Und jedenfalls diese 40, die Zeit, ist das, was dann in der 50 überwunden wird. Und die 50, dieser Durchbruch durch die 7x7 ist dann der Buchstabe Nun, das Nun, die Nun. Dieses Wort, interessanterweise, ist die Bezeichnung für einen Fisch, aber im Zeichen gelegentlich auch als eine Art Samen dargestellt und in dem Sinne vielleicht das Lebensprinzip in dieser Zeitwelt, im Wasser, das Lebendige. Der Fisch, oft auch als ein Symbol für die Seele, im Sinne der irdischen Seite der Seele, die eben hier in dieser Welt von Zeit und Raum die Sinneseindrücke wahrnimmt, erlebt. Im Hebräischen wäre das dann Nefesh. Und demgegenüber der Vogel, als das Bild für die Neshama, den anderen Aspekt der Seele, sozusagen die göttliche Seele im Menschen, der Hauch Gottes, der Odem Gottes. Das Wort Neshama kann man auch vom Nasham, vom Atmen, ableiten. Das Wort Nefesh allerdings auch. Allerdings Nefesh ist eher das Atmen, um sich zu erholen, das Aufatmen, das Einatmen, das ja, eher irdische, überhaupt konkrete, sich regenerieren, atmen, durchatmen sozusagen. Das Nasham, der Neshama ist eher das grundsätzliche Atmen können und auch der Atem. Also das eine ist das konkrete Leben, die Nefesh, das andere ist das Leben an sich.
ist auch nur eine Ebene dieser zwei Begriffe, aber so kann man sie vielleicht an dieser Stelle mal auseinanderhalten oder unterscheiden. Vermittelt zwischen diesen beiden tut dann das, was der Geist genannt wird, Ruach, Riach. Das ist auch wieder ein Wort, was viele Nebenbedeutungen oder Mehrdeutigkeiten hat. Das Wort Wind steckt darin, das Wort Luft in diesem Sinne, das ist dann auch der Name dieses Elementes von den vier sogenannten Elementen, aus denen die physische Welt besteht, dem Mythos nach. Es ist aber auch das Wort für Bewegung, so wie der Wind eben be sich bewegt und auch in Bewegung bringen kann. Und es ist auch das Wort für Richtung. Wenn von den vier Winden die Rede ist, dann sind auch die vier Richtungen gemeint. Und diese Bewegung, Richtung, dieser Wind, dieser Geist ist es, der dann hin und her geht, die ganze Zeit hin und her, so wie die Engel an der Leiter, von die Jakob sieht, auf- und absteigen und eben vom Himmel und zur Erde und von der Erde zum Himmel und hin und her vermitteln, die Botschaft bringen. Das Wort für Engel ist ja eigentlich einfach Botschafter und Botschaft, Malach, Malacha. Der Engel und die Botschaft, auch das Werk, das man verrichtet, steckt darin. Das ist also der Ruach, die Gesamtheit aller Botschaften und Botschafter, Botschaftbringenden, aller werkvollbringenden Wesenheiten. Das vermittelt zwischen dem göttlichen Kern des Menschen, wo sozusagen auch alle Menschen identisch sind, noch der eine ursprüngliche Adam sind, der sozusagen als dieses ganze Volk Israel am Sinai steht und die Tora vermittelt durch Moshe empfängt, das ist diese Neshama oben im Himmel und unten ist die Nefesh jedes Einzelnen. Das ist das quirlige, sich regende, sich windende Lebendigsein im konkreten Körper. Es ist sozusagen der Lebensleib des Menschen, der zwar an sich nichts Physisches selber ist, also man kann die Nefesh nicht messen, würde ich mal behaupten, mit irgendwelchen wissenschaftlichen Instrumentarien, aber als Ganzes ist die Nefesh das Leben im physischen Körper. Vielleicht sowas wie die Summe der Harmonien, all der verschiedenen Faktoren im physischen Körper. Das ist die Nefesh. Die Nefesh ist also völlig nicht ewig als solche, als Einzelne. Sie ist wandelbar, sie ist vergänglich. Sie wird erst gezeugt, wo zusammenkommen einerseits diese Neshama, der göttliche Atem, das Ewige, der ewige Kern, der göttliche Kern und platt ausgedrückt der Klumpen Lehm, das wirklich körperliche hier, irdische Material, aus dem unser Körper aufgebaut ist. Das ist, was zusammen kommen muss, um eine Nefesh entstehen zu lassen. So steht es auch ziemlich wortwörtlich in der Beschreibung im sogenannten zweiten Schöpfungsgericht, wo eben der Mensch geformt wird aus dem Staub vom Erdboden. Geformt, nicht geschaffen. Geschaffen wird er im ersten Schöpfungsbericht, das ist ein anderes hebräisches Wort. Und geschaffen ist er eben als männlich-weiblich. Man könnte sagen, dieser ursprüngliche Adam, männlich-weiblich, innerlich-äußerlich in einem, das ist ein geistig-seelisches Urbild des Menschen. Und der konkrete Mensch, wie er denn auch bei jeder irdischen Geburt entsteht und erscheinen darf, das ist dann das Zusammenkommen von Staub vom Erdboden und göttlichem Atem, woraus eben diese Nefesh, die lebendige Seele, entsteht. Damit assoziiert also diese 50, diese Nun, der Fisch, allerdings das andere Wort für Fisch, Dag, ist eigentlich sehr viel häufiger anzutreffen. Dag geschrieben, Dalet Gimel, also die 4 und die 3, das männliche und weibliche haben wir da wieder. Der vierte und dritte Buchstabe auch. Und zusammengenommen eben die 7. Da haben wir wieder die 7, in der schon, oder zumindest in dieser Zusammengesetztheit aus dem männlichen und dem weiblichen Prinzip, ist eben auch der Fisch enthalten. Und umgedreht, also die 4 und die 3 umgedreht zu 3 und 4, ist dann Gad. Gad ist die Ansammlung, auch
das Glück im Sinne von die Ansammlung von zum Beispiel Reichtümern. Gad ist ja auch der Name des siebten Sohnes von Jakob, Israel, also des siebten Stammes. Und ja, das sind jetzt nur einige Assoziationen, die in den Raum gestellt seien. Wer jetzt eine klare Lehre sich von sowas ableiten will, der wird hoffentlich daran scheitern, weil einfach viel zu viele Pinselstriche sind. Da soll ein Kunstwerk draus entstehen, was sowohl den Kopf als auch das Herz anspricht. Und es soll nicht irgendwie, die Pinselstriche sollen nicht irgendwie ein abstraktes, eine Blaupause für irgendein technisches Instrument ergeben. Und sie sollen auch nicht irgendwelche mathematischen Formeln auf ein Blatt Papier bringen, die man dann nutzen kann, um irgendwas zu erreichen. Das ist sicherlich auch alles möglich, wenn man sich in dieser Richtung befasst mit der Tora. Das ist dann eben Magie, Zauberei sogar eigentlich. Magie kann man ja noch irgendwo als was Wertneutrales sehen und alles Leben als eine Art von Magie, eben Gottesmagie verstehen. Aber Zauberei ist das, was der Mensch sich anmaßt und was eben zum Tod führt, zum geistigen Tod. An vielen Stellen in der Tora genauso ausgedrückt. Vielleicht an dieser Stelle kurz mal angemerkt, wenn in der Tora steht, der und der Zauberer zum Beispiel, der soll getötet werden, der soll des Todes sterben. Dann sind das alles schon sehr interpretierende Übersetzungen. Viel näher am Original wäre, der Zauberer, der stirbt des Todes. Das ist einfach so. Überhaupt, es sind nicht Gesetze in diesem heutigen Verständnis, die in der Tora gegeben werden. Es sind eher Gesetzmäßigkeiten, die in der Natur der Schöpfung angelegt sind. Alles, was in der Tora steht, ist einfach so. Das sind keine Sachen, die wir erst selber hier in der Welt schaffen müssen. Wenn wir das versuchen, dann entweihen wir die Tora, weil wir sozusagen Gott unterstellen, er hätte hier irgendwas nicht richtig eingerichtet. Aber dieser siebte Tag, in dem wir leben, ist sehr gut und ihn zu heiligen heißt eben, das auch zu bezeugen. Und so ist eben der ein falsches Zeugnisgebender, der den Sabbat entweiht. Und damit ist am allerwenigsten der siebte Wochentag in einem physischen Sinne gemeint. Das mag eine schöne Repräsentanz dieses Prinzips sein, wenn man es in Liebe und dem Geiste der Sache tut und vor allem nicht anderen Menschen damit irgendwelches Joch auferlegen will. Aber der Kern des Sabbathaltens ist eben, durch seinen Wandel, durch seine Freude am Leben zu bezeugen und vor allem durch seine Liebe zu jedem Menschen und jedem Wesen, dass die Welt, in der wir leben, sehr gut ist, dass Gott sie als sehr gut empfindet. Das heißt nicht, dass wir Böses gut nennen sollen, das heißt nicht, dass wir Hässliches schön finden sollen, aber auch diese Geheimnisse in der Schöpfung sollen wir ehrfürchtig, staunend anerkennen und einfach darauf vertrauen, dass auch das, sogar das alles, seine Richtigkeit hat. Und da, wo hier in unserem Leben, wie wir sie erleben, unserem Schicksal, etwas als nicht richtig uns erscheint, da wird es gerichtet werden zu seiner Zeit. Und diese Zeit ist eben das Jenseits der Welt. Das heißt nicht irgendwo am Ende unserer Weltzeit. Vielleicht da auch, alles Ewige schlägt sich schließlich auch im Zeitlichen irgendwie nieder, typischerweise sogar wieder und wieder, nicht nur einmal an einem bestimmten Punkt in der Geschichte. Sondern es gibt nichts Neues unter der Sonne, was war, das wird wiederkommen, wie der Prediger Salomo sagt. Aber das wirkliche Ende der Welt, die Endzeit, ist in jedem Moment. Jeder Moment ist das Ende des letzten Momentes und ein Neuanfang, eine Neugeburt. Und das auch versuchen zu erleben, sei jedem ans Herz gelegt. Dafür steht schließlich auch die Taufe, wie sie im Christentum als Ritual sehr wertvoll ist, hochgeschätzt ist, als essentiell betrachtet wird, ist sie auch, aber ob man sie im Äußerlichen Leuten allzu sehr aufzwingen oder anempfehlen sollte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Wesentlichen sollte es jedenfalls geschehen. Im Kern des Wesens muss diese Neugeburt, dieses in die Zeit, ins Wasser eintauchen. Und aber wieder auch auftauchen, herauskommen aus der Zeitlichkeit zum Ewigen, sich erheben, wo man erst richtig atmen kann. Das muss geschehen, wo man erst richtig den Wind, den Geist
erleben kann, der eben im Wasser in dieser Form nicht erlebbar ist. Das Wasser wird zwar bewegt vom Geist, vom Wind, die Zeit wird bewegt vom Geist, aber erst wenn man sich aus dem Wasser erhebt, kann man diesen Geist wirklich einatmen. Und ja, ich finde, an solchen ganz natürlichen Bildern zeigt sich wieder wunderbar sowohl die Tiefe der hebräischen Sprache, aber aller Sprache auch, und vor allem, wie die ganze Natur eigentlich eine einzige große heilige Schrift ist und wir keineswegs die heilige Schrift auf die schriftliche Tora, die Bibel, beschränken sollten. Das ist der Kern, sozusagen die Kernessenz herausgezogen aus der heiligen Schrift der ganzen Natur, also der hochkonzentrierte Auszug der heiligen Schrift und als solcher durchaus wertzuschätzen. Und ich zumindest für mich erwähle es auch sozusagen als ein zentrales Element meiner Weltanschauung, wenn man so will. Aber die ganze heilige Schrift der Natur ist es, was wir verehren sollten und als Geschenk des Ewigen empfinden mögen. Und wenn wir gerade dabei sind, dass eben die Bibel sowas wie der konzentrierte Auszug aus dieser großen heiligen Schrift der Natur ist, sind wir wieder beim Namen Moshe, Mose, der uns eben diese Bibel im Kern, also die Tora, gibt, vermittelt, der sie für uns empfängt und sie an uns weitergibt. Der Name Moshe, wie auch schon in der Bibel angedeutet mit dem Wortspiel, dass er herausgezogen wird aus dem Wasser, also im Kästchen, was uns wieder zu dem Wort für das Kästchen führen könnte. Jedenfalls Mose, der Herausgezogene. Mose, Sinnbild für die ganze Tora, die Tora, der Auszug, das Herausgezogene, die Essenz der Heiligen Schrift, der Kern der ganzen Heiligen Schrift der Natur. Und ja, wo wir gerade das Kästchen, in dem Mose auf dem Fluss, also auf dem Fließen der Zeit, überlebt den Kindermord des bösen Königs, wie ja auch dann bei Herodes im Neuen Testament wieder ein Kindermord stattfindet, weil das Kind im Menschen immer in Gefahr steht, ermordet zu werden von der weltlichen Herrschaft, sozusagen zwangsläufig. Die Welt muss diese Tendenz in sich haben. Das ist das, was alles antreibt, was es am Laufen hält. Und dennoch wird immer das entscheidende Kind überleben, sowohl Jesus als auch Mose. Er überlebt diese Attacken, und gerade bei Mose ist es eben die Teva im Hebräischen, das Kästchen, was ihm dieses Überleben ermöglicht. Dasselbe Wort Teva taucht noch einmal in der Schrift auf, und zwar als Arche meist übersetzt, also die Arche Noahs, das Schiff im mythischen Bild, was über die Sintflut Massen an Wasser uns errettet, die acht Menschen, also wiederum hier die Achtheit, hinüberträgt in das neue Zeitalter. Das ist auch die Teva. Und diese Teva, dieses Wort Teva, ist im späteren Hebräisch dann ganz klar nachzuweisen als ein Wort für das geschriebene Wort. Also überhaupt für das Wort, aber speziell für das geschriebene Wort. Also wenn zum Beispiel die Rede ist, wie viele Wörter in der Tora sind, also aus wie vielen Wörtern die Tora besteht, sagt man, aus wie vielen Tevot. Mehrzahl vom Wort Teva besteht die Tora. Also ist es gerade das geschriebene Wort, was sowohl Mose als auch die acht Menschen in der Arche des Noah über die Wasser der Zeit hinüberrettet, hindurchrettet. Da wir jetzt schon das Kind als Prinzip angesprochen haben, vielleicht nochmal zurück zum fünften Buchstaben, denn das fünfte nach der drei des männlichen und der vier des weiblichen ist eben das Prinzip der Frucht des Kindes, was aus männlich und weiblich hervorgehen kann, aber nicht im Sinne von einer bloßen Plusrechnung. Wenn wir die drei plus die vier rechnen, kommt eben die sieben raus und nicht die fünf. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Also 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat gleich 5 zum Quadrat.
3 mal 3 plus 4 mal 4 ist die 5 mal 5. Das heißt, die Erfüllung der Dreiheit, die 9 also, die Erfüllung des männlichen Prinzips plus die Erfüllung des weiblichen Prinzips, der 4 mal 4, die 16, die 9 plus die 16 ergibt die Erfüllung des Kindesprinzips, also der 5 mal 5, der 25. Ist eben in diesem Satz des Pythagoras die Essenz des Zusammenkommens von männlich und weiblich ausgedrückt, aus der dann erst das wirkliche Kind in seiner Erfüllung entsteht. Und so geht dann eben auch die Rechnung ganz logisch formal auf, während sie beim 3 plus 4 eben gleich 7. Also da sind wir wieder in dieser Welt der Siebenheit und bleiben sozusagen darin. Aber das Kind, die Fünfheit, wird übergangen gewissermaßen. Und die He, der fünfte Buchstabe, wie gesagt, ist ja das Fenster gewesen. Es wird dann auch im übertragenen Sinne als Zeichen für die Offenbarung, für eine Offenbarung. Denn aus dem Fenster, obwohl wir im Haus bleiben können, in der Welt bleiben können, können wir aus dem Fenster blicken und das Jenseits dieser Welt, dieses Hauses schon erfahren, eine Offenbarung davon bekommen. Wenn wir, nachdem wir die 6 ja auch schon kurz angesprochen haben, nun mal zu 7 übergehen, die wir schon des Öfteren als eben den siebten Tag und die Welt der Siebenheit angesprochen haben, finden wir als Zeichen, als siebtes Zeichen die Sein. Das ist auch schon der Form nach im heutigen Schriftgebrauch an eine Waffe erinnernd, ein Pfeil zum Beispiel, ein hakenartiges Ding. Es wird dann auch gelegentlich so übersetzt, dieses Sein als Waffe oder als Schwert. Man könnte jetzt zum Beispiel auch noch das Althebräische, also das eher piktografische Symbol sich anschauen. Da ist es dann nicht so sehr eine Waffe, sondern zumindest laut Friedrich Weinreb erinnert es an ein Paddel, was neben einem Boot ist. Dieses siebte Zeichen ist also das Paddel des Bootes, was uns durch diese Wüste, die Zeitwelt, das auch eben paradoxerweise die Wüste, die Wasserwelt bringt. Das achte Zeichen ist die Chet und hat einen interessanten Bezug zum fünften Zeichen, zu He. Denn beide sind sozusagen H-Laute. Das eine eben das H wie in haben. Das andere das Chet, was jetzt dieses achte Zeichen ist, wie in, nicht genau, aber ungefähr wie das deutsche Ch in lachen oder acht auch. Und es gibt sehr viele Wörter beziehungsweise Wortpaare im Hebräischen oder Wurzelpaare, die sich nur in diesem Chet oder He unterscheiden. Und häufig ist da eine geradezu erschreckende, fast schon Gegensätzlichkeit festzustellen. Es gibt zum Beispiel das Wort Hallel mit He, das ist das Loben, Preisen, freudige Jubeln. Und es gibt das Chellel, Chollel, Hallel, Chillel, das ist das Entweihen. Also das Chet und das He unterscheiden dazwischen Lob, Preisen und Entweihen. Genauso gibt es das Wort Hosee und das Wort Hosee, einmal mit He, einmal mit Chet. Hosee ist das sich etwas einbilden, also die Vorstellungskraft des Menschen im Sinne von sich Luftschlösser bauen. Etwas Nicht-Reales sich in Gedanken oder im Geiste, in der Seele vor Augen, vor das geistige Auge führen. Das ist Hosee. Und Hosee ist eine wirkliche Vision haben, also eine Art prophetische Schau von tatsächlicher Realität zu geschenkt zu bekommen, zu erleben. Also zum Beispiel davon abgeleitet ist dann das Wort Chazon für eine solche Vision. Das Buch des Propheten Jesaja fängt an mit Chazon Jeschajahu, Sohn des Amos, also eine Vision des Jesaja, Sohn des Amos und so weiter.
Das Wort José könnte man, wenn man das Waff nicht schreibt, was eben nicht unbedingt geschrieben werden muss, das Waff, das O bei José, dann ist es einfach He sein, He geschrieben. Und genauso wird auch Hase geschrieben, was häufig auftaucht in dem Begriff Olam Hase, Olam Hase, diese Welt, also diese Welt hier gegenüber der Olam Haba. Olam Haba, die Welt, die kommt, die Welt, die da kommt, die zukünftige Welt, die wahre Welt, die Olam Emes, die Welt der Wahrheit. Und diese Welt des Diesseits, also diese Welt, Olam Haseh, könnte man entsprechend auch als Olam Hoseh aussprechen, genau gleich geschrieben. Und dann ist es wirklich die Welt der Einbildung. Das ist diese Welt, in der wir leben. Die Welt des nur Eingebildeten, der Luftschlösser, des nicht wirklich Realen. Und manch einer mag sich hier erinnert fühlen an zum Beispiel das Konzept der Maya im indischen Sprachgebrauch, also im indischen Mythos, der Schleier der Maya, wo die ganze Welt als eine einzige Illusion, oder sagen wir besser gesagt, als ein Gespinst, ein Gewand, ein Gewebe aus sich gegenseitig bedingenden Illusionen verstanden wird. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht dennoch wirklich ist, denn sie hat ja eine Wirkung auf das scheinbare, einzelne, wahrnehmende Individuum. Genauso eben auch im Hebräischen verständlich die Olam Haseh. Sie ist zwar diese Olam Haseh, die Welt der Einbildung, aber und eben nicht die Welt der Wahrheit, nicht die Olam Emet. Die Olam Haba, die Welt, die da kommt. Aber nichtsdestotrotz ist sie eine Wirklichkeit, eine wirkende Welt und sollte nicht gering geschätzt werden. Wir leben in dieser Welt und wir sollen in dieser Welt leben. Wir sollen nicht von dieser Welt sein, wie Jesus dann spricht, aber wir sollen in dieser Welt sein und unser Licht leuchten lassen. Das heißt also, das Licht, das immer wieder auch mit der Tora, mit der Weisung Gottes, mit Gott selbst, mit der Herrlichkeit Gottes assoziiert ist in der Schrift. Das sollen wir in uns und um uns leuchten lassen. Und das ist eben dem Neuen Testament nach Christus als die leibhaftige Tora, als die fleischgewordene, das fleischgewordene Wort Gottes, was eben sowohl in uns lebendig sei, als auch dasjenige sei, das wir uns anlegen wie ein Gewand. Also wir sollen in Christus wandeln, in der lebendigen Tora wandeln, in der Weisung des Ewigen. In dieser heiligen Schrift sollen wir uns darin zu Hause fühlen. Und wenn davon jemand ableiten möchte, jetzt bestimmte Gesetze zu halten, äußerlich, und dann wandelt er in der Tora, dann ist das nicht an sich verkehrt, aber es ist halt was Äußerliches und trifft nicht den Kern, zumindest des neutestamentlichen Verständnisses. Denn Christus ist eben nicht das tote Gesetz, sondern er ist die lebendige Tora. Das lebendige, fleischwerdende Gotteswort, Wort Gottes, der Logos. Und Fleisch werden heißt eben auch Botschaft werden. Das hebräische Wort, man wird wirklich von einem Wunder zum nächsten geführt, wenn man einfach nur die Gedanken schweifen lässt im Sinne des hebräischen Wortes und der hebräischen Sprache und überhaupt der biblischen gewaltigen Geschichten, dann ist eben das Wort Basar, Fleisch und Besorah, die Botschaft vom selben Stamm, Beit Shin Resh, Beit Shin Resh. Basar, Besorah unterscheiden sich nur in einer Endsilbe, in einem He, was hinten angehängt wird, was aber schon ein sozusagen Derivationssuffix ist, um es mal sprachwissenschaftlich auszudrücken. Fleisch ist Botschaft. Sei es das Fleisch von Tieren, die wir essen oder vielleicht lieber nicht essen sollen im physischen Sinne, die sogenannten unreinen Tiere, dessen Botschaft wir uns also nicht einfach so einverleiben können, wie wir das bei den reinen Tieren können, indem wir sie uns eben physisch einverleiben. Das heißt nicht, dass diese unreinen Tiere irgendwie böse oder schlecht sind. Im Gegenteil, der Löwe als unreines Tier wird ja nicht nur mit dem Satan assoziiert, sondern auch mit dem Messias und mit dem Stamm Juda, aus dem der Messias Christus, Jesus,
entspringt. Und genauso auch der Adler als unreiner Vogel keineswegs nur negativ auftaucht. Überhaupt sollte man sich in vielerlei Hinsicht frei machen von den eindeutigen Zuordnungen. Das ist eben der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn wir uns anmaßen, erkennen zu können, ob das jetzt eindeutig gut oder eindeutig böse ist und das dagegenüber ja, gut oder schlecht und so weiter. Unsere menschlichen Wahrnehmungsfähigkeiten sind so begrenzt, dass wir bei Einseitigkeiten sozusagen immer daneben liegen. Wir sollten bemüht sein, immer eine Ganzheit zu erleben und zu berücksichtigen vor allem. Trotzdem, hier in dieser Welt müssen wir Entscheidungen treffen und wir werden oft genug noch nach dem Baum des Wissens greifen. Trotzdem, jedes Mal, wo wir wieder umkehren, uns besinnen, steht uns der Baum des Lebens zum Greifen nah, wie es dann auch an mancher Stelle heißt. Ja, die Chet, das Chet, der achte Buchstabe, das achte Zeichen, dieser enge Bezug zum fünften Zeichen, die Gefahr, die in der Verwechslung dieser beiden Zeichen steht, in vielen Dialekten oder sagen wir eher Verballhornungen und wo Wörter aus dem Hebräischen in andere Sprachen übergegangen sind, ist dann auch da gerade festzustellen, dass aus einem H ein H oder sogar im Griechischen oft gar nichts mehr geworden ist. Da fällt das H komplett weg. Und das zeigt eben, wie Wörter sich abschleifen, auch manchmal zu unseren Ungunsten und wie tiefe Dimensionen verloren gehen können. Aber es zeigen sich manchmal auch neue Wunder. Der Bezug von der 8 zu 5 ist vielleicht in der Hinsicht noch interessant, dass eben schon angesprochen wurde, dass die 8 und der 8. Tag mit der Erlösung, mit dem Durchbrechen durch die Siebenheit zu tun haben und die 5 eben mit dem Kind, also auch mit dem Sohn zu tun haben. Und diese zwei Begriffe, Sohn und Achtheit, 8. Tag, Auferstehung, der Gesalbte, beides Aspekte, Charakterisierungen des Jesus, also Jeschuas, Jehoshuas, des Beistandes Gottes in dieser Welt ist. Die Verkörperung dieses Gottesbeistands, wie dann das Neue Testament von Jesus erzählt, als solchem, ist eben auch charakterisiert, dass er der Sohn ist. Der Menschensohn, Ben Adam, genauso wie der Sohn Gottes, Ben Elohim, also der Sohn der mannigfaltigen, der Mannigfaltigkeit Gottes, der Sohn des Vaters im Himmel. Die 5 und die 8 ist also sozusagen in Christus 1 und da haben wir dann auch die 5 plus die 8, nämlich die 13. Christus ist ja der 13. sozusagen das Zentrum im Kreise der 12. Und hier haben wir auch wieder die 13 als den Durchbruch durch die 12. Die 12 bleibt eben in diesem Kreis, so wie der Jahreskreis aus üblicherweise 12 Monden, 12 Monaten besteht, aber eben doch nicht genau. 12 Mondzyklen sind noch nicht genau ein Sonnenjahr, sondern da ist noch so ein Rest, kein ganzer 13. Mond, aber schon so die Vorahnung. Hier in dieser Welt gibt es eben nicht schon die vollkommene 13, nicht den vollkommenen Durchbruch durch die 12, durch diesen Zyklus der Zeit in dieser Welt, aber die Vorahnung gibt es schon und genau die, diese Ewigkeit, die immer schon so ein bisschen um die Ecke lunzt, Ecke schaut, die ist es, die auch alles durcheinander bringt. Wenn es nicht so wäre, dann wäre es ganz einfach, dann wäre ein Kalender völlig leicht zu berechnen und es wäre sehr viel leichter, einfacher für die Menschen, damit eben zu rechnen. Aber gerade das Rechnen soll eben durchkreuzt werden, wird durchkreuzt durch dieses Aufblitzen des Ewigen, des Heiligen, was in diese Welt wie der Blitz aus den Wolkenbergen zuckt und zerstört, was wir Menschen uns aufbauen. Also wie der Turm zu Babel eben zerstört wird. Das Streben des Menschen auch durch sein eigenes Leisten und Bauen in Richtung Himmel zu gelangen, das wird vom Himmel nicht zugelassen, das wird unterbunden. Das ist eben diese 13, die immer wieder mal auf,
taucht. Deswegen vielleicht auch als Unglückszahl in vielerlei Gemütern verankert, weil es eben das, was wir Menschen uns gerne schön konstruiert aufbauen wollen, zerschmettert wird von dieser 13, von diesem Ewigen, von diesem 13. Deswegen war Jesus ja auch überhaupt nicht beliebt hier auf Erden, sondern er wurde als Störenfried empfunden. Und so wird das Ewige bei Menschen, wie wir alle geneigt sind, in unserer Trägheit zu sein, die wir lieber rechnen und planen und Sicherheiten haben, das Ewige, was plötzlich als ein Schicksalsschlag und Winke mit dem Zaunpfahl oder eiskalter Waschlappen, der uns sozusagen symbolisch ins Gesicht geschlagen wird, das mögen wir nicht. Das bringt uns aus dem Konzept, das macht uns unruhig, aber das ist eben, was uns auch in Bewegung hält. Und bei den Einern folgt noch die Neun, um erstmal die wirklichen Einer zu beschließen. Die Neun ist dann die Tet. Die Tet wird auch oft mit einer Gebärmutter assoziiert, auch vom Zeichen, von der Form des Zeichens her. Das Wort Tet könnte man andeutungsweise dem Klang nach auch mit einem Wort für Lehm assoziieren, Tet. Und aus dem Lehm formt sich ja eben auch sozusagen das irdische Leben, die Körper, so wie der Töpfer, als der ja auch Gott gedacht wird, seine Gefäße formt, die uns dann als Körper gegeben sind, indem der Inhalt, das Göttliche, der Atem, die Seele uns gegeben ist, die darin bewahrt wird, aber diese Gefäße eben so zerbrechlich sind, wie auch der Ton, die Tongefäße eines Töpfers leicht zerbrechen können. Gerade wenn der Töpfer ein Gefäß als missraten erachtet, er es, ohne mit der Wimper zu zocken, auch durchaus zerschmettert, wie es die Propheten ja gerne auch in Bildern ausdrücken. Jedenfalls dieser neunte Buchstabe, das neunte Zeichen, die Tet, die Gebärmutter, auch mit der Unterwelt assoziiert, im Hebräischen die Sheol, das Totenreich, nicht zu verwechseln mit der Hölle, sondern es ist eben das Totenreich, zunächst einmal wertneutral, nicht unbedingt für die Bösen irgendwie reserviert, sondern einfach Totenreich, Sheol, vom Wort her das Fordernde, das Einfordernde, das, was das Totenreich fordert vom irdischen Leben, immer sein Tribut. Am Ende geht alles sozusagen den Orkus hinab, es geht alles. Alles Wasser fließt den Bach immer in dieselbe Richtung hinab. Alles führt hinab. Und am Ende eben in die Grube, wie dann manchmal das Wort auch nicht ganz treffend übersetzt ist aus dem Hebräischen. Sheol, einerseits eben das Fordern, aber auch das Fragen, also auch die quälenden Fragen könnte man damit irgendwie assoziiert fühlen, dass auch der Tod selbst eben diese eine letzte quälende Frage für uns Menschen hier auf Erden bleiben muss, weil sie uns sozusagen antreibt. Was heißt weil? Das ist keine wirkliche Erklärung oder Begründung, aber einer von unendlich vielen Aspekten ist eben, dass dieser Stachel des Todes das sterbliche Leben antreibt zu seinen Taten, zum Guten wie zum Schlechten. Man will vielleicht Gutes leisten, bevor man es nicht mehr tun kann, weil man tot ist. Man will aber vielleicht auch so sehr am Leben bleiben, dass man anderen Leuten Böses antut, um selbst den Vorteil des Weiterlebens oder besser Weiterlebens möglicherweise zu erlangen. So ist dieser antreibende Stachel eben wiederum wertneutral in gewissem Sinne zum Guten wie zum Schlechten antreibend. Und das Wort Sheol ist eben auch die Wurzel, oder zumindest das Wort Sha'al, das Fragen und Fordern ist die Wurzel des Namens Saul, Sha'ul. Also sowohl der König Saul im Alten Testament als auch der Paulus des Neuen Testament sind mit diesem Namen versehen in der Welt, die die Bibel uns beschreibt, also die ewige Welt. Es sei noch angemerkt, dass trotz diesen vielleicht dunklen Assoziation, die Neun, eben, wie schon angemerkt, auch die Gebärmutter ist, das Totenreich,
ist das, wo die neue Welt geboren wird. Das ist dann die Auferstehung des Toten, also des Gestorbenen, was wieder zur Lebendigkeit, zur Aktivität gelangt, zu neuer Aktivität und zwar dann zu einer verherrlichten Daseinsweise. Und auch der Begriff der Wahrheit, Emet auf Hebräisch, ist mit der Neuheit assoziiert. Die Wahrheit an sich ist nicht der höchste Wert. Emuna, selbe Anfangsbuchstaben wie Emet, die Wahrheit, aber am Ende anders geschrieben. Emuna ist der Glaube, das Vertrauen, die Treue, die Gewissheit auch. Diese Emuna, das ist das, was noch über der Emet, über der Wahrheit steht. Emet endet mit der Taf, mit dem Ende der 22 Buchstaben, mit dem Kreuz, mit der 400, also mit der Vollendausschöpfung dieser Welt der Einbildung, dieser Welt der Vierheit bis zur Spitze getrieben, eben bis zu den Hundertern, bis zur 400, bis zur Knechtschaft der 400 Jahre in Ägypten, die hier in dieser Welt nicht zu überwinden ist. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit führt einen nicht weiter als bis zum Ende dieser Welt. Und dennoch ist die Wahrheit geschrieben mit 1, Aleph, Mem 40, Tav 400, 1, 40, 400 und hat damit einen engen Bezug zum Wort Adam, was geschrieben wird, Aleph, Dalet, Mem, das ist die 1, 4, 40. Und natürlich noch viele andere Wörter, die damit zu tun haben, aber die Grundstruktur ist immer, wenn wir die Nullen am Ende wegstreichen, die 1, 4, 4. Also die 1 und die beiden Vieren sind eine Form der Achtheit, 4 plus 4, aber eben die 1 vorne weggestellt. Und da haben wir dann eben die 1 und die 8, die wiederum diese 9 ist. Einerseits die Unterwelt, andererseits die Gebärmutter, die Wahrheit, die kalte Wahrheit auch, aber nichtsdestotrotz die Wahrheit. Auch Christus spricht von sich als der Wahrheit, aber eben als ein Aspekt von einer Dreiheit. Weg, Wahrheit und Leben. Weg, Derech, Wahrheit, Emet und Leben, Chaim. Und Emuna, eben angesprochen, fängt auch mit Aleph Mem an, mit der 1 und der 40. Dann folgt aber das Nun und dann das He. Das Nun ist die 50, das He ist die 5, also diese Fünfheit, das Fruchtprinzip, das Kindprinzip, der Sohn, einmal in der Gegenwart, das ist die 50, der Durchbruch durch die 49, durch die 40 auch überhaupt, die Welt der Siebenheit, die Welt der Zeit, des Wassers, in den 50. Tag hinein, auch ins 50. Jahr hinein, das Jubeljahr, ist auch so ein Thema, was damit zusammenhängt, das Jahr, wo alle befreit werden, wo alle wieder zur Freiheit gelangen, und alle Besitz zurückkehrt zu seinem Ursprung, also wirklich die große Rückführung, das große Jubiläum, daher kommt ja dieses Wort auch. Und die 50 einmal und die 5 eben im Ursprung, das Kind im Ursprung, die He, wo wir auch eigentlich noch vieles sagen müssten, allein schon, weil im Gottesnamen mit den vier Buchstaben, dieses J, He, Wav, He, eben auch die He, gerade die He, das ist, was zweimal vorkommt. Und bei diesem Wort Emunah nun, die He und die Nun, das, was anstelle der Taf getreten ist, anstelle der 400, die beim Wort Wahrheit, Emet, auf die 1,40 folgt. Also, der Glaube, das Vertrauen ist das, was die Wahrheit dieser Welt, so hoch auch dieser Wert der Wahrheit ja durchaus ist, noch transzendiert und eben wirklich erst in den achten Tag oder in die 13 als den Durchbruch hineinführt, in die 50 und letztlich in die 500, in dieses 23. verborgene Zeichen, wo das Lamm vom Anfang wieder erscheint. Und vielleicht kann man sagen, das Lamm, was am Anfang als dieses schwächliche, erschlagene, geschlachtete, erwürgte, eigentlich erwürgte, im ganz korrekten Bild gesprochen,
dahingestreckte, sich selbst hingebende, aufopfernde, sich nicht einmal wehrende Lamm, das taucht dann wieder auf, nachdem auf ihm die ganze Welt gegründet und entfaltet wurde. Und am Ende taucht es auf, sozusagen als der mächtige Widder. Widder, das Wort Ail, ganz eng mit dem Wort El, ein Wort für Gott verbunden, noch ein J, die 10 im Zentrum zwischen dem Aleph und dem Lamed von El, also der Widder, der am Ende steht, der siegreich zurückkehrende Jesus im Bild der christlichen Mythologie eher gesprochen. Das ist dann der 23. Buchstabe, der gleichzeitig der erste Buchstabe vor, also der vorerste Buchstabe ist, der nullte Buchstabe, dieses verborgene Zeichen, das geheime Zeichen, was uns in der Welt des Exils, der 22, nicht weder aussprechbar noch aufzeichenbar ist. Nun haben wir die ersten 9 Zeichen zumindest mal angerissen, die eine damit abgeschlossen, beziehungsweise der Übergang zu den Zehnern mit der J, einem ganz besonderen Zeichen, wäre dann der nächste Punkt. Aber ich denke, es ist angemessen, an dieser Stelle zu unterbrechen. Und gerade auch das, was eben schon angedeutet war, zum He und auch zu Waf, die auch ein Bestandteil des Gottesnamens mit den 4 Buchstaben ist, dann erst anzufangen, wenn auch zum J, dem ersten Zeichen des 4 Buchstabennamens, etwas gesagt worden ist. Und so Gott will, dann auch noch einiges zum Verhältnis der Zeichen des Aleph-Bets, was ja alles Konsonantenzeichen sind, zu dem, was dann lebendige Sprache eigentlich erst ausmacht und vervollständigt, nämlich zu den Vokalen, zur Melodie, zum Rhythmus des Sprechens und eben der Stimme des Sprechenden. Und nicht zuletzt zum Ohr dessen, der die Worte hört, die gesprochen werden. Und ich kann so viel jetzt schon sagen, die Worte, Ohr, Mund, Zahn, was ja durchaus auch mit dem Bilden von Lauten zu tun hat im Mund, das taucht alles noch einmal in den Namen der hebräischen Zeichen auf, die noch auf uns warten. Baruch Hashem, gelobt sei der Name. So Gott schenkt, bis zum nächsten Mal. Shalom Aleichem.